Peter, darf ich dich was fragen? Ja, bitte. Was macht die so scharf? Das habe ich mich auch schon oft gefragt, aber ich habe keine Antwort dafür. Ich habe eine. Und zwar? Das passt. Summer Splash 2014, es geht ins Finale. Wir feiern mit Freunden, die Anfang der Woche noch Fremde waren. Das passt. Es ist ein kleiner Ort in der Türkei, der einmal im Jahr zur großen Partymetropole wird. Tausende Österreicher feiern auch heuer wieder ihre Matura beim Summer Splash und ebenso verlässlich melden sich bei uns in der ZIP-Redaktion Dutzende besorgte Eltern, die seit Tagen nichts von ihren Söhnen und Töchtern gehört haben. Unser ORF-News-Splash-Team berichtet aus der Türkei. Und Österreich will hier beim Summer Splash Weltmeister werden. Flirt-Weltmeister. Jemanden kennenlernen geht mit, aber auch ohne ansprechen. Wie, die kommen einfach so zu dir, die Frauen? Ein guter Gas geht zum Bug. Es ist also. Hast du schon eine gefunden, die dir ganz besonders gefällt? Ich war schon. Nein. Sicher. Und weißt du noch, wie sie heißen? Nein, keine Ahnung. Hast vergessen? Ja, leider. Aber würdest du sie noch erkennen jetzt? Nein. Sagen wir es doch gerade raus, du wirst hier deinen Freund bescheißen. Nein, 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 der sieht das. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich liebe dich, Schatzi. Nein, wirklich nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Die Julie. Was ist mit der Julie? Die macht es. Was macht die Julie? Offener. Ihren Freund bescheißen. Echt? Echt? Hast du vor hier? Feiern mit Steve Aoki. Sonst auch alles okay bei euch? Darf ich kurz einen Gruß ausrichten? Christian Seiler, Christopher Seiler, keine Ahnung, eine gute Alte, Bibi-Fan, perfekt. Moment mal, Christopher Seiler, eine gute Alte, hier stimmt was mit dem Geschlecht nicht. Das ist richtig, aber das ist eigentlich komplett egal. Möchte ich bei irgendjemandem bedanken wegen dieser Maturareise? Ja, besonders bei meiner Volksschullehrerin, weil die hat das Ganze einmal eingeleitet. Also die Grundlage für deinen Erfolg gelegt? Die Grundlage für meinen Erfolg. Mama und Papa schon angerufen? SMS. SMS hat gereicht, ja. Ja, was hast du denn geschrieben? Hallo, mir geht's gut. Und haben sie was zurückgeschrieben? Nein. Bei wem möchtest du dich noch bedanken? Bei meiner Mama, weil die hat mich gezeugt. Mit dem Papa zusammen. Ich wollte gerade sagen, da gehört noch mehr Zeit dazu. Ja, ja, der Papa, der war dabei. Möchtest du Mama und Papa irgendwas ausrichten? Mama und Papa. Ach, das war's schon wieder? Ja. Bei wem möchtest du noch bedanken? Bei meiner Oma. Weil die Oma hat die ganze Reise möglich gemacht. Danke, Oma. Danke, Oma. Du bist mein Held. Mein Held. Geht's? ORF. Wie wir. Haut hin.